Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu WWE 2K16. Yeah! Und mit dabei ist wieder der Onkel Gamer ShackLP. Hallöchen. Ja, gestern habe ich wieder gewonnen. Und mal sehen, ob ich heute auch wieder gewinnen wird Zeit. Also ich habe schon lange nicht mehr gewonnen. Ich verzweifle hier langsam, weil ich würde auch gerne mal wieder gewinnen. Nee, du Aber nicht. naja, gut, dann würde ich Darf sagen, ich jetzt Fleck. Viereck drücken? Ja. Ja, habe ich. Und. Yo, den habe ich. Ah, scheiße, habe ich den jetzt schon mal gehabt? Ich glaube, da, Kacke. wenn, dann müsste er Aber. bei dir in deiner Liste stehen. Ja, rein theoretisch. Steht in Renner ich deiner doch mal. Liste? Ja, steht noch drin. Na, dann hast du, dann kannst du noch nehmen. Ja, ich bin gespannt. Kommt mir alles so bekannt vor, die Scheißweste. Aber das ist immer, wenn ich mal durchzapp und mal selber ein bisschen zock, dann denke ich immer so, den hatte ich schon, Müsstest du mal aber bitte naja. den Zuschauern erklären, was Sub ist. Ein was? Du hast gerade gesagt, wenn ich hier durchsapp. Sub meine ich. So durchgehen, mir Sub. die Leute angucken. Sub. Ach, Ja, ich Sepp. mein Sub. Ja, Sepp. So, können wir jetzt X drücken? Ja, 3, 2, 1, zeig mal. Oh, Darren Young. Ah, gegen R-Truth. Oh. Das wird auch ein spannendes Tactical Match. Das sind ja beides so kleine, schlanke Hüpfer. Und da bin ich ja mal gespannt. Geil! Ja, dann legen wir mal los. Ich muss gewinnen. Ja, wir sind Handlanger. Wir haben mal so ein bisschen online probiert. Und ja, sehr nett war es gewesen, ne? Oh. Ging. Hä? Ging. Ja. Ja, waren schon übelste Profis dabei. Das will man gar nicht mal so ausschließen. Okay, was haben wir denn jetzt? Oh. Okay. Keine Ahnung. Lass mich mal los. Oh, du Drecksack. Ich war eh, ja, ich Du war hast eh, meinen auf die Nase gehauen, ey. Ich glaube, ich spinne. So, mein Freund, jetzt geht's auf die Nuss. Okay. Ah, du Drecksack. Hörst jetzt mal auf, ey. Definitely looking confident in this Fuck. Bah, schönes Ding, schönes Gerät, ey. Jetzt kommt er schon wieder raus, ey. Aua. Wieso Und ist das da bei bin dir ich immer? Bleibt das wieder. bei dir immer das? Keine Ahnung. Aua. So, jetzt geht's los, hä? Ne? Jo. Oh. Das war's schon. When Gut. R-Truth begins his motion and connects with the lie detector, it usually means the match is Na. over. The way Truth runs full Ah. Hä? Geil! Ich hab deinen Himself. Sprung abgewehrt und da ganz elegant nehme ich deinen Arm. Ja, das war natürlich jetzt wieder super geil. Oha. R-Truth with a nice reversal. Not today, too fast. Uh-oh. Climbing the Darren turnbuckle. Young is scared, yeah. I'm scared. Naja, gut. Dann werde ich dich mal ein bisschen bearbeiten. Ach Oh, er Mensch, haut jetzt geht es direkt wieder ab. los. Das ist natürlich super geil. Weil dann bin ich immer kurz im Vorteil, wenn du rausgehst. Und bam! So ist schön. Erstmal den Onkel ganz easy going, bisschen bearbeiten, Leute. Erstmal ein bisschen bearbeiten den armen Kerl. Oh, jetzt kommt er mal raus, okay. Jetzt kommt er auch noch raus, der Sack. Wow. Der macht aber auch gute Attacken, der Junge. Macht doch. Ja. Okay, jetzt kriege ich auf die Nase hier. Macht nichts, macht nichts. Er macht mich fertig, hat er gedacht. Bam! So ist schön. So, erstmal hoch mit dir. So. Ah, ist nur Suplex. Where is the Suplex? I am the Big Show. So, erstmal Schaden machen.
Das macht aber keinen Schaden, wenn du rausschmeißt. Doch, das macht er schon. Also wenn das keinen Schaden macht, wenn du rausfliegst, dann weiß ich auch nicht. Ja, das war doch mal schöner Move, Leute. Das war doch mal ein richtig eleganter. Ein richtig eleganter Move. So, jetzt, bist du rausgekommen? Warst du schon wieder fit, hä? Mhm. Das habe ich jetzt mir anders vorgestellt, nach so einer Attacke, dass du nicht sofort wieder auf mich lossprintest. Du hast ja die Attacke eigentlich mal mit dir gemacht, ich habe ein bisschen Ellbogen abbekommen. Oh man, someone's gotta stop this. Frosty like this is in its own category. Ah, wir beide kontern uns schon gut aus hier, muss ich sagen. Aber ich habe gerade gemerkt, dass du keine Kontern mehr hast, jetzt kann ich dich natürlich erstmal schön verschwarten. Hm. Nutze ich natürlich gleich diese Art von Konterchance. Und bam, schönes Gerät. So, einmal bitte. Bing. Ah, ist das schön, das macht so Spaß. So, jetzt machen wir den Onkel mal kurz gegen die Treppe. Okay, das kommt wieder raus. Aber ist kein Problem. Kümmere ich mich gleich um Onkel. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein S, ne? Kann der nicht? Guck doch nicht so doof, Mann! Oh. Komisch. Was hat der denn für ein... Was habe ich denn für ein S? Muss ich das vom Seil machen, oder was? Ich muss gucken. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gucken, was ist, ne? Mit dem Schwert, der jetzt, wie du mich fertig machst, oder was? Keine Ahnung, ich kenne ja nicht alle Wrestler. Und also hier habe ich schon mal kein S. Habe ich hier ein S? Keine Ahnung. Ja, schön, schön getroffen. Ich muss mich kurz ein bisschen erholen, meine lieben Freunde. Ja, das macht er auch nicht. Hm. Na gut, vielleicht hier mit dem Ringseil. Ich habe keine Ahnung, was ich für ein S mache. Kann der aus rausspringen? Nein. Aus so ein Schlappi. So ein Schlapper ist das. Oh, bist du rausgekommen, oder was? Cool. Yeah! Boah, ich dachte schon. Boah, das war jetzt echt knapp. blockt und macht das geil. Mann, ich will jetzt endlich hier den Finisher machen da. Was ist denn das für ein Scheiß? Soll ich doch zeigen? Ja, da war ich ja schon. Da stand ich ja schon. Ja, vielleicht drin. Ah, doch, da stand was. Das gelernt ich vorher. Gerade stand da was. Ich wurde gerannt, bist du, ne? Ja, ich hab keine Ahnung. Da stand gerade dieses S machen. Boah, schön. Oh, das ist aber ein tödlicher Finisher. Okay, dann cover Mama. One, two. Oh, da war es aber ganz, ganz knapp. Das war aber mit allerletzten Liebe, war das. Okay, dann muss ich dich jetzt noch kurz ein bisschen bearbeiten. Alles klar. Oh, scheiße. Na klar, er guckt wieder nur zu. Er guckt wieder nur zu. Der Onkel regt sich schon wieder auf. Das ist der Wahnsinn. Ach Mann, weil meiner nichts macht. Geht mir auf den Sack. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass deiner nichts macht. Muss ich ganz offen ehrlich sagen. Du machst nur Scheiße. Ich wollte dich eigentlich jetzt auf dich springen, aber der wollte nicht. Ja, rede erst, lern erst mal Deutsch und reden wir nochmal. Ich sag, ich wollte auf dich springen, aber er wollte nicht. He's too good inside the ring to be out on the floor for long. I don't agree with you, King. Oh, er kommt wieder raus. Scheiße. Ach nein. Der kleine Onkel, der denkt, der kann mich besiegen. Merkt ihr das? Er schwitzt schon. Ja, ja, ich werde immer besser, ich weiß. Oh, du aber auch. Ja, jetzt habe ich gerade kein Blocken mehr. Deswegen kann ich halt also auch nicht blocken. Meine Lieben. Nee, echt? Aber jetzt habe ich wieder. Watch out here! Come on, Ref, get in there!
We're looking at complete domination. Oh, Scheiße. Here. Ist schon noch was? Ne, jetzt kommt er wieder raus. Hey, nice move! What a ruthless act. Der Drecksack! Oh, Mann, die Dinger, die sehen so brutal aus, dass ich da schon immer ein bisschen Angst kriege, wenn ich das sehe. Das gibt's doch nicht. Gott sei Dank, ey. Oh, stimmt, du hast Finisher gemacht, ne? Boah, das wäre natürlich tödlich geworden für mich. Ach Mensch, ich war immer zu spät, das kann doch nicht wahr sein. Boah, schön drauf und weg mit dir. Ja, eins, zwei und drei. Oh. Weggeklatscht, der nächste bitte. Ich weiß nicht, was los ist, Alter. Das geht mir auf den Sack. Okay, ich habe eine Idee, okay, du sagst einfach jetzt mal, ich bin gut. Und vielleicht lasse ich dich ja dann auch mal gewinnen. Ach Quatsch, komm, ich habe nur ein bisschen Glück. Nächstes Mal gewinnst du wieder. Denk dran, du hast einen Undertaker, hast alle rausgehauen. Was, da kann ich, konnte ich nichts machen. Und jetzt gewinne ich halt mal. Jetzt komm mal in die Fresse, du hast einen Rock und du hast ja wirklich nicht viel. Und noch, was ich noch sagen wollte, und ist, wie ist das so vom Gefühl her, wenn man von einem Handlanger fertig gemacht wird? Stimmt genauso, wie wenn man einen Handlanger fertig macht. Ja gut, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und gefallen. Der Kampf war auf jeden Fall wieder gut für mich. Und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Lasst doch einen Daumen oben da, guckt auch mal bei Onkel Gamercheck FP auf dem Kanal. Hat auch noch viele andere schöne Videos. Und bei mir, Revano EP. Und dann würde ich sagen, bis morgen, liebe WWE-Fans. Ciao. Tschüss.